Der neue ICE entstand unter dem Projektnamen ICX. Später dann wird der Neuzug zum ICE 4 bzw. zur Baureihe 412, von denen die ersten Züge bereits im Planbetrieb unterwegs sind. Geplant ist die Anschaffung von bis zu 300 Zügen in verschiedenen Varianten, die langfristig auch den Zugverkehr auf heutigen IC-Strecken übernehmen sollen. Mit nur 250 km/h Höchstgeschwindigkeit ist der ICE 4 etwas langsamer, aber dafür deutlich länger als die bisherigen ICE-Züge. In unserem Film zeigen wir den Bau bis hin zu den ersten Probefahrten und natürlich den Planbetrieb. Wir haben uns im Führerstand umgesehen und sind mitgefahren. Ein Film über den jüngsten Spross in der inzwischen umfangreichen ICE-Familie. Laufzeit 58 Minuten.